Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier bei meinem PHP 5 Kurs für Einsteiger. Wir werden uns jetzt mit der Funktion Date beschäftigen und Date soll uns eben ermöglichen, hier das aktuelle Datum auszugeben. Ich habe hier ein Listing, wieder eingegrenzt durch die entsprechenden PHP-Tags. Und wenn ich hier ein Datum festlegen möchte, muss ich erst einmal festlegen, in welcher Zeitzone ich mich befinde. Ich befinde mich hier jetzt in Österreich und lege hier dann deswegen als Zeitzone Europeaner fest. Ich könnte aber auch theoretisch Munich hier festlegen, weil wir uns ja alle in derselben Zeitzone bewegen. Was anders wäre es, wenn wir dann in England wären, dann müsste man wieder eine andere Zeitzone festlegen. Damit das Ganze einen Sinn macht und etwas anspruchsvoller ist, möchte ich auch hier den heutigen Wochentag eben ausgeben. Das mache ich hier, indem ich hier dann ein Array festlege. Beginnen mit Sonntag, Montag, Dienstag und so weiter. Und das deshalb, weil ich bei Benutzung von Date, das mache ich hier nämlich, mit dem Wochentag ausgeben lassen möchte. Das mache ich hier mit W. Es gibt hier auch andere Möglichkeiten, hier dementsprechend dann Date zu nutzen. Also wenn du hier Date zum Beispiel, die Funktion zum Beispiel nimmst, gehst dann bei dir in deinen Browser hinein, bei Google gibt es dann Date ein und schreibst PHP Date. Müsst ihr das Ganze hier dann noch genau beschrieben bekommen bei PHP.net. Kriegst du dann noch mehrere Angaben. Ja, hier haben wir W für den numerischen Tag der Woche. Mehrere dieser Dinge, die du da hineinschreiben könntest. Und wenn ich hier W wähle, muss ich leider von der englischen Sichtweise ausgehen, dass nämlich 0 der erste Tag der Woche ist und das ist in dem Fall hier der Sonntag. Deswegen muss ich das Tier schon so anpassen. Wenn ich hier nämlich dann den Wochentag feststelle und es kommt dann zum Beispiel der Nuller heraus und der Nuller wäre dann, ein Array beginnt immer bei 0, wäre das dementsprechend dann der Sonntag. Heute, wenn ich das Video eben hier jetzt aufnehme, ist Montag. Dann wird hier ein 1 ausgegeben und im Array wird danach geschaut als Index 0, 1 und dementsprechend dann am Montag ausgegeben. Ja. Und also Wochentag ist dann die Zahl hier, die ausgegeben wird und der heutige ist Wochentage, wird dann die entsprechende Stelle im Array 1 wird dann am Montag ausgegeben. Also eine sehr praktische Möglichkeit, dann nochmal der Hinweis, geh mal zu php.net und da kannst du dir dann eine Reihe von Befehlen, nicht nur natürlich Date, dann noch genau anzeigen lassen mit konkreten Beispielen, dann kannst du das dann genau ausprobieren und auch in dein Listing einbauen. Und hier veränderst du, hast du die Aufgabenstellung, dass du das momentan Listing etwas veränderst und vielleicht im morgigen Wochentag auf der Webseite ausgibst. Ich hoffe, keine allzu schwere Aufgabenstellung. Danke für das Zuhören und Zuschauen.